Der Spannende ist der Direktsaatversuch. Das ist der Spannende. Das knistert richtig in der Luft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute mache ich mal die Anmoderation. Hannes ist hier nämlich schon fleißig am Vorbereiten. Er ist auch schon minimal aufgeregt, denn es geht hier los hier mit dem Sortenversuch. Du bist minimal aufgeregt. Nee, ich bin gar nicht aufgeregt. Doch, du bist doch. Gestern hast du das die ganze Zeit erzählt, wie spannend das alles ist. Nee, der Spannende ist der Direktsaatversuch. Das ist der Spannende. Das knistert richtig in der Luft. Naja, das gehört doch auch alles dazu. So meine ich das ja. Nee, ich glaube, das wird ein extra Video. Ja? Ja. Ach so. Wir machen heute den Sortenversuch wieder mit Maß. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Heute dieses Jahr 7 Sorten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sorten. Und das Ganze ist aufwendiger, als man sich das immer alles vorstellt. Ich muss nämlich jedes Mal das Gerät richtig reinigen. Muss ja jedes Korn wieder raus und dann kommt eine neue Sorte rein. Wir haben es jetzt einmal schon auf dem Hof gereinigt. Was jetzt aber ganz interessant ist, man kann euch jetzt Sortenunterschiede bei den ganzen einzelnen Körnern zeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, es sind alles 12.500 Körner. Das ist immer so eine Versuchseinheit. Guck mal, wie voll diese Tüte ist und wie groß diese Körner sind. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier hinten auch 12.500 Körner. What? Wie kleine Erbsen sehen die aus. Aber wirklich? Und so ist auch so ein bisschen der Unterschied. Die Leute fragen immer, wie viel kriegst du denn eigentlich in deinen Tank rein? Das sind 600 Liter. Und ich habe schon alles erlebt. Von 8 Hektar, das war so groß wie Bohnen, bis zu 40 Hektar in einem Sonntag. Und das ist alleine der Unterschied von der Korngröße. Wir legen ja immer Körner pro Quadratmeter, Körner pro Hektar. Und da ist es ja fürs Volumen entscheidend, wie groß die Körner sind. Aber fürs Gewicht ist es uns total egal. Wir stellen im Gerät ein, Körner pro Quadratmeter, Körner pro Hektar und dann geht die Fahrt ab. Wir machen hier alle gleich 8 Körner pro Quadratmeter, also 8 Pflanzen pro Quadratmeter und dann fangen wir mit der ersten Sorte an. Ich habe letztes Jahr einen Anbauplan bekommen, in welcher Reihenfolge ich die anbauen soll. Habe ich dies Jahr nicht. Jetzt mache ich das einfach. Man kann sich eventuell ein bisschen die Reifezahl erschließen. Normalerweise macht man von ganz früh bis ganz spät. Aber weil das hier alles so eine, teilweise hat man ja Namen drauf und teilweise nur Buchstaben, teilweise Nummernbuchstaben, ist es ein bisschen schwierig. Das ist genauso wie andere Saatgutzüchter, die haben da auch nur Nummern, andere haben nur Namen. Da sieht kein Mensch mehr durch. Keiner. Deswegen, und man muss auch sagen, Leute, Namen bei den Züchtern merken sich immer besser. Also es gibt Sorten, da merkst du dir einfach teilweise den Namen und ich glaube, die verkaufen sich deswegen auch besser. Wenn ich irgendeiner mich frage, mal, wie viele Leute, was war dein bester Mais? Ja, aber irgendeine Nummer. Keine Ahnung, aber ein Name prägt sich immer richtig ein, ne? Deswegen füllen wir jetzt den ersten ein. Wir fangen hier hinten an. Maß 250F. So heißt der gute Kollege. Genau. Und das machen wir jetzt Stück für Stück nacheinander. Und dann ja, sehen wir uns nachher wieder, Leute. So, jetzt holen wir das Saatgut wieder raus. Ich habe mir angewöhnt, für Saatgut immer eine Jacke drüber zu ziehen, dass ich sozusagen den Staub, den man dann trotzdem dran hat, nicht in der Kabine oder an den Klamotten hat. Ja, jetzt muss ich die Vereinzelung aufmachen, Saatgut rausholen, neue Sorte rein und dann geht's weiter. Das heißt, ich muss hier einmal aufschrauben. Hat einen Vorteil, dass man einen Saattank hat, hat aber auch wiederum einen Nachteil. Ich kann zum Beispiel mal nicht eine Sorte nur in einer Reihe fahren und mal gucken, wie die sich so entwickelt oder Hälfte-Hälfte fahren. Ich muss halt immer komplett reine Sorten fahren. Kannst du mir einmal die Schale geben, Lieschen? Die ist übrigens bei der EDX hier dazu. Die passt nämlich perfekt da unter. Und Arbeitsschutz geht natürlich alle an. Gerade wenn wir an der Vereinzelung arbeiten, haben wir natürlich hier mit Staub zu tun und. Das wird man alles einarbeiten und die Dosis macht das Gift. Deswegen muss man das wirklich ernst nehmen.
So, Deckel aufmachen. Den Rest rauskratzen, rausklopfen. So, ein bisschen doof, dass die Schale halt nicht so breit ist wie die Vereinzelung. Aber kann ich das nächste Mal ein bisschen weniger reinmachen. Ich muss halt immer ein bisschen mehr drin haben, damit die Vereinzelung halt komplett belegt ist. Ne? Ist auch wieder ein Vorteil von den Einzelkästen, die können halt schon mit einer Handvoll arbeiten. Geht bei der EDX leider nicht. Gut, nächste Sorte rein, bis später. So Leute, 2,5 Stunden später, Sortenversuch drin, aber mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Da liegt die liebe Charlotte, es tut mir so leid. So Leute, ist das spannend. Ich habe Schardruck hochgenommen auf 100 Bar vorne und hinten, das ist das Maximale, was ich kann. Man muss sagen, ich habe schon mal ein bisschen Direktseite in Grünland geschlitzt oder sowas mit dem Kollegen damals. Aber das war so ein Mischboden mit ein bisschen Moor, das ist natürlich viel weicher. Ich habe jetzt auch hier bei so einer Stelle angehalten, wo hier meine Fahrspur war. Hier so schräg. Einfach um zu sehen, ob das hier auch vernünftig liegt. Und dann gucken wir uns das mal an. Da ist das Korn. Sieht hervorragend aus. Da. Das ist jetzt das größte Problem, was ich denke, in der Saatgutablage. Einfach die Tiefe. Wir haben da hier natürlich keine Bodenbewegung. Was wir natürlich machen, wir walzen den Bestand nochmal nach jetzt. Kurz nach der Saat, auch hier rüber. Falls wir doch einige Körner nicht schließen können oder einige Rillen nicht schließen können. Wir können das ja mal hier anlegen. 25 cm sollten wir Abstand haben. Da ist 25. Na, ich wäre ja 50 gewesen. Und der hat aber 30 hier. Ja. Aber das ist so ein bisschen die EDX. Das ist so ein kleiner Abstandskünstler. Ja, ich wollte gerade sagen, ein kleiner Künstler. Aber es sieht wirklich gut aus, oder was sagst du, Lisa? Also wir haben jetzt hier, die Gärreste waren jetzt hier geschlitzt, wie man jetzt hier sieht, ne? Ein Totalherbizid wurde jetzt hier auch vor 2 Tagen schon ausgebracht. Das zeigt jetzt auch schon so ein bisschen Wirkung. Also man sieht auch jetzt hier zum Beispiel, also das sind hier 12-Meter-Blöcke. Also es sind 3 12-Meter-Blöcke, wo ich das hier mal mache und ausprobiere. Und ja, die haben natürlich die Nährstoffe schon von den Gärresten gekriegt. Hier neben uns, die hat nicht so viel Nährstoffe, die haben natürlich noch nicht so viel entgegenzusetzen. Aber es sieht im Gesamten gut aus. Und vor allen Dingen, was man hier auch gesehen hat, es ist ja schön Feuchtigkeit noch im Boden, ne? Ja. Guck mal. Also, wir können ja mal hier zum Strip rübergehen. Da ist natürlich schon, wir haben im Boden eingegriffen, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen Wasser verloren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in meiner Region sein kann, wenn wir hier 30 Liter bei der Bearbeitung sparen, dann haben wir vielleicht, also du hast sicherlich anfangs mehr Ertragseffekt durch die Lockerung, keine Frage. Und bei der Umstellung hast du das ja bei der Direktsaat nicht. Also du wirst ja sicherlich, da hat die Pflanze ein bisschen mehr zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie einfach da 30 Liter mehr hat, dass sich das kompensiert, wenn kein Regen kommt. Verstehst du? So, wir gucken uns das mal hier an. Hier ist Dripte. Es ist schon ein bisschen trockener, aber es ist trotzdem gut feuchter Boden, ne? Was ja perfekt eigentlich ist, ne? Ja. Das ist Saatkorn. Und wir haben den Schlitz perfekt getroffen. Lisa, haben wir vorhin gerade schon drüber gesprochen, dass das perfekt gepasst hat. Man sieht es ja genau, hier ist so die letzte Reihe und hier haben wir es genau reingelegt. Jetzt fahren wir weiter, jetzt machen wir noch ein paar Drohnenaufnahmen. Und dann gucken wir, wie es loswächst. Das ist eine spannende Sache. Ich meine, auf meinen steinigen Böden, im Optimalfall funktioniert das Bombe. Und dann kann man nächstes Jahr ein paar mehr Hektar davon machen. Weil dann holen wir auch keine Steine hoch und dann müssen nicht nochmal 30 Leute hinterher rüberlaufen. Na, 30 Leute ja nicht, aber müssen nicht ein paar Leute rüberlaufen und müssen immer so viele Steine sammeln. Hier, guck mal, hier ist zum Beispiel der Schlitz ein bisschen offen stehen geblieben. Siehst du das? Mhm. Guck mal, hier liegt das Korn ein bisschen offen. Da haben wir die Hoffnung zum Beispiel, wenn wir das so walzen, dass das ein bisschen weggeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eventuell passiert, dass der Schlitz ein bisschen offen ist. Wenn wir auf, das ist genau, glaube ich, auch der Abstand. Wenn wir den Schlitz treffen von dem,
Von der Schlitze, verstehst du? Mhm. Dann haben wir sozusagen einen kleinen Schlitz, da fahren wir vielleicht rein. Schlitz auf Schlitz. Vielleicht muss man das nächstes Jahr ein bisschen schräg fahren. Oder man muss einfach gucken, vielleicht ist das auch überhaupt nicht relevant. Gut. Bis später. So Leute, das war's. Wir haben heute übrigens Sonntag, den 1. Mai. Also was macht man am liebsten als Tag der Arbeit zu arbeiten? Na klar, am Tag der Arbeit arbeitet man natürlich, ganz klar. Sortenversuch steht. Uns ist leider ein Fehler aufgefallen am Ende. Ich mache ja teilflächenspezifische Aussaat überall und habe das für den Sortenversuch ausgemacht. Also konstant überall dieselbe Körnerzahl. Habe das aber vergessen wieder anzumachen, sodass der Direktsaatversuch auch nicht teilflächenspezifisch ist in der Aussaatstärke, sondern der ist konstant. Ja gut, leider Gottes. Müssen wir mit leben, aber eigentlich war es nur eine Machbarkeitsstudie, ob ich mit der EDX das gut hinbekomme, ob das gut aussieht oder nicht. Oh, sieht gut aus, bin da sehr, sehr zufrieden. Genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe die letzten Tage wenig gebloggt, beziehungsweise gar nicht eigentlich. Ich war mega frustriert, dass ich so viel Videomaterial leider nicht mehr gebrauchen konnte, nachdem ein Mikrofon dann Geist aufgibt. Und ich hatte eine AKF gedreht, Vlog gedreht und habe da total viel wegwerfen müssen, die AKF komplett. Und das war frustrierend und deswegen habe ich erstmal die Tage nur ein bisschen gearbeitet. Und ja, morgen fahren wir, also in der nächsten Folge fahren wir jetzt erstmal zu der Traction, wurden da eingeladen zu so einem Bootcamp für Einzelkonsi-Geräte. Gucken uns an, was da los ist. Wir haben jetzt 100 Hektar Mais sind schon im Boden. Nachbarlandwirt ist schon fertig, läuft gut. Striptill, also es sieht dies Jahr echt bombastisch gut aus. Der Fan trifft die Linien perfekt, also RTK, Fan zu RTK. Fan passt einfach bombastisch gut, muss man so sagen, wie es ist. Oder generell RTK zu RTK passt einfach richtig gut. Ich glaube, wenn wir von der Traction wiederkommen, fangen wir an mit Sonnenblumenlegen. Wie gesagt, wir haben heute den 1. Mai. Ich gehe davon aus, dass wir morgen, übermorgen spätestens sind wir mit dem Mais fertig. Und dann fangen wir mit den Sonnenblumen an. 110 Hektar, ja, 3 Tage. 2 große Stücke. Einmal 42 Hektar, 52 Hektar und einmal noch 18. Von daher 112 Hektar sind es. Na, ist egal. Und von daher kommen wir dann eigentlich gut voran. Genau, und dann gucken wir uns eigentlich nochmal an, wie liegt das Ganze im Strip da, EDX, was haben wir gemacht letztendlich. Wir haben eigentlich ein bisschen Vlog-Material aufzuholen. Das Ärgerliche ist, ich habe mega viel ja gevloggt und schon erklärt und dann ist es teilweise immer ein bisschen blöd, weil man nicht weiß, Hannes, was hast du denn nun schon erzählt und was nicht? Was musstest du verwerfen? Was musst du eigentlich nochmal erwähnen? Und was hast du eigentlich nochmal erzählt? Deswegen erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann holen wir noch in den nächsten Folgen generell ein bisschen was nach, wo ich denke, das habe ich eventuell zwar erzählt, aber eventuell nicht aufgenommen. Und bis dann, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.